Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Krankenhaus, und zwar das Krankenhaus von Meltdown. Wie ihr seht, hier ist alles so ziemlich kaputt. Das müssen wir jetzt aber auch wieder aufbauen und bereinigen. Jetzt können wir die meisten Sachen einfach anklicken und verschwinden lassen, aber diesen Müll müssen wir selbst beseitigen. So, wie immer fangen wir mit einer Arztpraxis an. Ein Tisch und einen Schrank. Davon brauchen wir dann langfristig gesehen natürlich wieder ein paar mehr. Das können wir dann auch relativ zügig machen. So, da haben wir die drei schon mal. Der Müll verschwindet dann auch. Ist natürlich sehr praktisch. Was wir ebenfalls brauchen werden, das sind hier ein paar Toiletten. Ausnahmsweise passt das hier wirklich mal gut zusammen. 3, 4. Ein Waschbecken. Und ein Handtrockner. Kann sein, dass wir davon gleich noch einen zusätzlichen einbauen. So, weiter geht's. Und zwar können wir jetzt links und rechts noch was bauen. Zimmer. Ganz wichtig, wir brauchen eine Allgemeindiagnose. Machen wir es direkt mal ein bisschen größer. Setze ich da hin. So, die Hammer. Und wir brauchen eine Cardio. Setzen wir dann an diese Stelle. Das wäre erledigt. Jetzt das Objekt. Wir brauchen eine Aufnahme. Und einmal Mitarbeiter einstellen. Assistenten. Okay, die sind alle überqualifiziert. Das heißt, wir gehen weiter. Stationsarzt nehmen wir auf. Der hat nichts gelernt, den nehmen wir auch auf. Einstellen, Ärzte. Die sind allerdings jetzt nicht ganz so gut. Wir werden diesen erstmal aufnehmen, weil wir auch sehr zeitnah eine Forschung brauchen. Das heißt, wir kaufen das Gebäude noch und wir kaufen das Gebäude noch. Weiter geht's. Ein Zimmer brauchen wir. Die Station. Ne, die bauen wir später. Wir brauchen hier ein Pausenzimmer, weil wir in dem anderen Zimmer ja keins gebaut haben. Ja, das Objekt wollen wir verkaufen. Jetzt können wir auch hier die Überreste nicht aufheben, sondern beseitigen. Das nächste Zimmer, was wir brauchen werden, haben wir die allgemeinen Diagnostiken alle? Ja. Wir werden jetzt hier eine... Wie heißt es? Ich wollte das MIT bauen. Röntgenstrahlen, Megascanner. Oh ne, das bauen wir doch nicht. Das ist 60.000. Das ist viel zu viel, dass wir das Geld wieder drin haben. Wir bauen eine Forschung. Die müssen wir nämlich auch sehr früh starten. So. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Habe ich den Forscher eingestellt oder habe ich ihn nicht eingestellt? Personal. Ja, habe ich eingestellt. Dann machen wir jetzt mal schnell die Aufgabenzuweisung. Du hältst dich bitte nur in der Forschung auf. Dann darfst du dich bitte jetzt mal nur auf der Station aufhalten. Und da du einfach nichts kannst, wirst du jetzt als allererstes die Apotheke lernen. Und dafür brauchen wir ein weiteres Zimmer. Und zwar das Zimmer mit Forschung. Mit Weiterbildung. So, dahin, das passt. Hier werden wir natürlich sofort Apothekenverwaltung auch auswählen. Das kann nur einer von uns lernen. Kurs wird gestartet und wir beginnen das Spiel einmal. Nebenbei müssen wir noch Hausmeister einstellen. Ich nehme sofort den hier, weil auch Geisterjäger dabei hat. Und bei meinem Glück werden wir Geister gleich genug sehen. So, das ist natürlich ein bisschen schade. Wir haben nämlich jetzt hier keinen einzigen Allgemeinmediziner bisher. Deswegen werden wir auch direkt die Berufe ein wenig verfolgen. Den werden wir gleich auch brauchen. Doktor wird in der Forschung benötigt, der ist ja schon auf dem Weg. Und wenn wir den dann mit der Apothekenverwaltung durch haben, ist das der erste Punkt erledigt. So, Schocktherapie und DNA-Labor muss beides erforscht werden, damit wir das schaffen können. Dementsprechend haben wir ja auch die Forschung hier vorne direkt gestartet. DNA-Labor hat sogar schon ein paar Punkte.
machen wir direkt weiter. Warum hat das ein paar Punkte? Ja, ich habe das Level am Anfang neu gestartet. Das war mir gestern einfach zu spät. Ich habe die Aufgaben schon gestartet gehabt. Aber habe dann doch gemerkt, ich bin echt viel zu müde, um das noch durchzuziehen. Möchte ich auch kein Geheimnis draus machen, warum das so ist. Wir hätten jetzt natürlich die Möglichkeit, um das Ganze zu beschleunigen, in eins unserer älteren Krankenhäuser zurückzugehen. Am besten natürlich wieder in die Uni und könnten dann die Forschung eben abschließen. Damit würden wir uns das Ganze hier sparen. So, müssten eigentlich, genau, neuen Arzt haben wir bekommen. Den können wir direkt schon mal festhalten. Wenn das jetzt hier durch ist, schicke ich den direkt zur Fortbildung zur Allgemeinmedizin. Damit hätten wir nämlich dann den ersten, der richtig eingesetzt ist. Hat gelernt, Arzt kommt rein und lernt Allgemeinmedizin. Wundergut. Zack. So, haben wir das Personal, den Apothekenverwalter auch richtig? Ah, okay, ich habe gerade gedacht, was ist da jetzt los? Warum haben wir den? Arzt mit Behandlungstechnik. Wir werden uns später freuen, wenn wir ihn besitzen. Können wir auch eigentlich direkt das Zimmer zubauen? Wir haben jetzt 13.000 Verlust, liegt aber einfach daran, dass wir ja überhaupt nichts einnehmen gerade. Sollte sich aber ab sofort ändern. Wir brauchen eine Apotheke. Haben wir die echt nicht gebaut? Oh, die haben wir wirklich nicht gebaut. Dann holen wir das mal eben nach. Wir werden das natürlich nicht so in der Anordnung lassen. 7.600 ausgegeben, kein Problem, kriegen wir gleich rein. Sage ich so, wir hatten in der letzten Folge ja doch ein paar finanzielle Problemchen und Sorgen. Da ist der nächste Allgemeindiagnostiker. Wunderbar. Du bekommst auch sofort eine Aufgabenzuweisung. Da hast du erstmal nichts zu suchen. Okay, du warst mit der Forschung schon richtig gewesen. Du wirst die beiden übernehmen. Entleuchtung und Entwesung. So, jetzt haben wir hier natürlich einen größeren Bereich. Der größere Bereich wird von meiner Seite aus jetzt erstmal mit einer Station oder einer Frakturstation belegt. Da warte ich allerdings eine Sekunde ab, um zu schauen, was kriegen wir denn als erste Aufgabe. Da ist die erste Fortbildung abgeschlossen. Mein Arzt ist hier auch ordentlich am Saubermachen. Hier nur so 100% gesichert. Wir kriegen also jetzt ein bisschen Geld in die Kassen. So, hier warten schon zwei Leute. Es sind drei Leute, es sind vier Leute. Und es ist mein Mitmenschen ein wenig kalt. Da kann man natürlich weiterhelfen. Ach genau, was ich sonst noch gemacht habe, ich habe gestern Kudosch ausgegeben. Und zwar habe ich die letzten Automaten freigeschaltet. Deswegen, der ein oder andere wird es gemerkt haben, sieht das jetzt nicht mehr so viel aus wie vorher. Wir haben jetzt hier insgesamt 5 Automaten, die wir bauen können. Oder sogar 6. Jetzt gucke ich gleich weiter, dann sind es sogar 7, ne? Nein, es sind 6 an der Zahl. Da kommt ein Mülleimer hin. Hier auch, damit der Müll da verschwindet. Ein paar Sitzbänke werden wir noch brauchen. Da 2 Stück hin. Und hier 2 Stück hin. Warum nur 2? Ganz einfach. Ich werde jetzt hier an der einen Stelle noch eine Heizung einbauen. Ja, die steht da ziemlich gut. Und wir werden da auch irgendwie eine Unterhaltung, hier so ein Zeitschriften-Ding an die Wand pappen. Da noch eins hin. Ein bisschen was gegen die Langeweile unternehmen. So, können jetzt einen Zimmerbrunnen noch bauen. Der, finde ich, macht sich hier in der Eingangshalle ziemlich gut. Wir können das jetzt dummerweise, doch, wir können es mittig zentrieren. 10.000 ist er mir das wert. Ja, komm, er ist es mir wert. Wird natürlich gleich ein bisschen größer, wenn der Hausmeister hier angekommen ist und auch das hier bereinigt. So, wir haben immer noch ein Personalproblem. Wir sollten weitere einstellen. Den nehme ich jetzt einfach mal rein. Der kann dann hier allgemein Diagnostik lernen. Nee, nicht allgemein Diagnostik, sondern nur Diagnostik. Dann müssen wir auch wieder einen Arzt extern kommen lassen. Und wir können ihm direkt auch eine Aufgabe zuweisen, bevor wir das dann leicht vergessen sollten. Einmal hier rüber. Du wirst dann hier in die Diagnostik gehen. So, damit haben wir den dritten mit einem guten Bereich belegt. Einstellen. Wir hatten auch noch einen Arzt gehabt. Dieser Arzt sollte dann was lernen. Wir kommen mit der Diagnostik ganz gut hinterher, muss ich sagen.
Das heißt, wir brauchen ihn jetzt nicht so zwingend, aber bald werden wir ihn brauchen. Öffentlichkeitsarbeit ist auch in Ordnung. Heile 10 Patienten, das nehmen wir mal an. Wir hatten eigentlich zwei Diagnosen. Ah, hier ist der andere Allgemeinmediziner. Ne, ist er nicht. Haben wir nur einen? Der bringt halt jetzt gerade gar kein Geld rein. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber unser Forschungsprojekt ist gleich durch. Und ihm ist ein bisschen kalt. 2000 Verlust, damit kann ich aktuell noch leben. Noch, aber ihr merkt schon, es wird echt ziemlich eng. Einstellen. Da haben wir noch einen Arzt, der nichts kann. Einen mit Behandlungstechniken, den werden wir gleich auch brauchen. Stellen wir den deswegen ein, weil wir ihn bald brauchen, oder warten wir? Ich glaube, diesmal warten wir. Nicht, dass das Geld zu gering wird. So, er hat Diagnostik erlernt, damit geht unser Diagnosezimmer dann jetzt auch langsam los. Muss man bei den Hausmeistern noch ein bisschen gucken. Der ist natürlich auch gut, der hat alles, was wichtig ist, aber hat auch dementsprechend Kosten, die wir nicht finanzieren können. Jetzt können wir das, deswegen stelle ich ihn jetzt ein, dann müsste einer befördert werden, damit bin ich dann auch einverstanden. Gut, wir könnten jetzt hier erstmal weitere Automaten aufstellen. Damit auch hier die Leute ein bisschen zufriedener sind. 10.000 Verlust, damit kann ich langsam aber sicher nicht mehr leben. Aber das sollte sich jetzt ändern, wo auch das Diagnosezimmer fertig ist. Weil jetzt ist das Problem, dadurch, dass wir Minus sind. Oh, ein Psychiater. Was haben wir hier? Oh, die Forschung ist abgeschlossen. Das ist wunderbar. Wir werden jetzt an der Forschung, weil wir gerade Geld brauchen, ihr seht, wir haben zwei neue Sachen, die wir lernen können. Ich werde jetzt die allgemeine Forschung gleich starten. Aber wir müssen noch mal ganz kurz aus dem Menü raus. Wir brauchen erst die 1000. Die haben wir jetzt. Damit wir einfach mal 20.000 wieder in die Tasche kriegen. Da möchte nämlich noch einer befördert werden. So, die Diagnose ist nur 10 und 11%. Das ist jetzt nicht die Welt gewesen. Wird hier aber schon ein bisschen verbessert. Wir müssen dann auch gleich anfangen, die Geräte auszubauen. Was wir hier natürlich jetzt machen können, ist wirklich schon einen Psychiater zu bauen. Ich drücke mal dafür ganz kurz auf Pause, weil das kostet uns auch ein bisschen Geld. Die Psychiatrie ist jetzt nicht so teuer. Und dann drehen wir den einmal. Ich weiß, wir haben immer noch nicht schön gebaut bisher. Den setzen wir mal hier rein, weil die Psychiatrie auch ganz gut Geld bringen kann. Den daraus, 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 daraus. Wir haben einen Unerfahrenen da eingesetzt. Das Ungelernten, das finde ich jetzt nicht ganz so gut. So, auf jeden Fall bringt die jetzt auch Geld in die Kassen. Und wir haben natürlich jetzt wieder einen Arzt, den wir bezahlen müssen, aber der rechnet sich selber. Das erste Mal, dass wir Gewinn gemacht haben mit 6.000. Wir sind natürlich noch im Minus, weil wir jetzt das Zimmer gebaut haben und den Mitarbeiter eingestellt haben. Auf jeden Fall sind unsere Finanzen gerade in die richtige Richtung unterwegs und wir sollten den nächsten Monat ohne Verluste überstehen. Was haben wir jetzt hier? Wir brauchen eine Station. Das trifft sich ganz gut. Wir haben nämlich alle Voraussetzungen, die wir brauchen, um diese Station zu errichten, außer eben das Geld. Wir haben den Mitarbeiter für die Station bereits. Was soll die Station kosten? Die ist nicht teuer mit 7.500. Na, der nächste Patient, der geheilt wird, sollte uns das Geld reinbringen. Notfall-DNA können wir leider nicht machen. Das ist mega schade, obwohl. Wir gucken mal ganz kurz. Einstellen. Haben wir einen Arzt für DNA? Nee, haben wir nicht. Wir werden leider diesen Auftrag nicht schaffen können. So, 7000 haben wir. Ich drücke mal ganz kurz auf Pause. Wir bauen jetzt auch hier die Station. Die wird dann dementsprechend ein bisschen größer, finde ich aber passt ziemlich gut hier hin. So. Oben sehen wir immer, was das Ding kosten würde, wenn wir das so bauen, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
18.000 würde uns das so kosten. Da habe ich jetzt nicht hingeguckt. Nehmen das raus und wir nehmen das raus. Und das, jetzt haben wir 13.000 und erstmal 5 Patienten, die wir aufnehmen können. Was haben wir hier? Oh, wir haben die 10 Patienten nicht geschafft. Ich lasse das einfach mal offen. Es kann gut sein, dass wir das jetzt nicht verlieren werden. Wir haben wieder 7.300 ungefähr gemacht. So, der Psychiater ist irgendwie gerade doch überflüssig gewesen. Scheinbar hat keiner psychische Probleme, außer meine Wenigkeit. Da liegt immer noch viel Müll. Wir bräuchten eigentlich für unten auf jeden Fall noch einen weiteren Hausmeister, der das alles sauber macht. Jetzt kommt auch noch ein Erdbeben, was dann die Maschinen beschädigen wird. Hoffentlich nur ein bisschen beschädigen und nicht kaputt machen. Ja, die Forschung war irgendwie, meine ich, schon mal weiter gewesen, oder? Befördere 3 Mitarbeiter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber es ändert auch nichts, wenn wir es nicht schaffen. Was wir natürlich jetzt auch langsam im Auge behalten müssen, ist, dass wir die Maschinen hier alle verbessern. So, den ist immer noch kalt. Das dürfte ein Minusgeschäft werden, ja, aber nur von 900. Damit kann ich gerade noch leben. Ich hoffe, ihr hört nicht, dass die draußen den Rasen mähen. Also irgendein Krach bei mir ist hier immer im Hintergrund. Sehr ärgerlich. So, ich verstehe auch nicht, der hat Durst. Aber wir haben direkt hier eigentlich genug, ja, damit er trinken kann. Muss er sich was kaufen? So teuer ist das hier nicht. Einige Patienten frieren. Dagegen können wir natürlich was machen. Ich gucke mal, was wir an Mitarbeitern haben. Krankenpfleger, der ist natürlich super für die Apotheke. Besser als der, den wir jetzt haben. Dementsprechend werde ich den, soweit wir können, den auch einstellen und unseren jetzigen Apotheker entlassen. Und wir haben jetzt hier einen Zweifach-Diagnostiker. Beide sehr gut. Wollen wir mal schauen? Das war... Okay, 24 Dollar Gewinn gemacht. Das ist ja super. Das ist Geld, was man vielleicht nebenbei auf der Straße mal liegen gesehen hat. Und dann nicht zurückgegeben hat. Also den nehmen wir ja auf gar keinen Fall. Ich hoffe mal, dass wir jetzt sehr zügig... Ja, Apotheke bringt noch ein bisschen Geld rein. Haben wir schon? 4.000, damit dürften wir den einstellen können. Sehr gut. Und dann werden wir jetzt beim Personal eben schon mal die erste Änderung vornehmen. Und zwar hier. Ja, klick auch an. Den nehmen wir raus. Wir sollen nichts anderes machen. Und den klicken wir an und entlassen ihn. Ja. Gut. Das hätten wir. Der ist natürlich jetzt ein bisschen teurer. Dann werden wir weiterhin einstellen, und zwar den Zweifachdiagnostiker, damit wir auch hier die Cardio jetzt belegen können. Personal. Wieder die Aufgaben. Ihr hält sich in der Cardio auf. So, dann haben wir schon mal 4 Zimmer für die Krankenpfleger, die auch bearbeitet werden. Der soll laufen, warum ist ihm kalt? Hier stehen natürlich jetzt sehr viele Patienten rum, wird aber auch abgearbeitet jetzt dadurch, weil das Zimmer war ja existent, deswegen haben die da auch Leute hingeschickt, nur es ist nicht genutzt worden. Wie wir sehen, Geld geht ein bisschen nach oben, den ersten werden wir befördern, er möchte eine Weiterbildung haben, er auch, der Forscher. Forscher müssen wir auch bald mal ersetzen gegen einen kompetenteren, das bringt auch jedes Mal 1.000, wie ich gerade sehe, lohnt sich also. Zweite Beförderung, ich glaube, wir schaffen das sogar mit den Beförderungen gerade. So, den Apotheker brauchen wir nicht. Der ist auch gut für das Spritzenhaus. Da sind nämlich genau die 2 richtigen Sachen drin. So, wir können diesen Forscher einstellen und den anderen hier oben entlassen. Unten, der hatte nämlich jetzt, also der neue hatte jetzt die richtigen Dinge und zudem wollte er eine Beförderung haben.
Also eine Weiterbildung und dann die Beförderung. Wir können den Easy Scan upgraden. Müssen wir im Auge behalten, dass wir das auch gleich tun. Allgemeinmediziner braucht man noch einen, können wir aber nicht benutzen, diesen. Also müssen wir nochmal kurz warten. Eins der Zimmer ist ja immer noch unbesetzt. Hier die 6 heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. So, jetzt haben wir schon 20.000 auf dem Konto. Und wir können immer noch Richtung DNA-Labor gehen. Jetzt haben wir 3 Ärzte, die wir ausbilden könnten, wie wir lustig sind. Ist die Frage, ob ich... Ja doch, ich baue das DNA-Labor. Das haben wir ja eben erforscht. Was soll denn das kosten? Und wenn wir das dann gebaut haben... Oh, 50.000, das ist natürlich eine echte Hausnummer. Aber wir könnten ja auch einen Kredit über 50.000 aufnehmen und dieses Zimmer bauen. Schauen wir aber erstmal, dass wir den richtigen Arzt dafür finden. Der muss kommen. Ausbilden möchte ich den nämlich jetzt nicht gerade, wo wir ein bisschen Geld brauchen. Das ist dann somit die 3. Beförderung und wir haben die Mission geschafft. Wurde nicht automatisch geupdatet. Der ist ein bisschen zufriedener. Nochmal 10 Kudosch bekommen. Ganz nett. So, das ist gleich durch. Dann haben wir 44.000 auf dem Konto. Machen ja aktuell im Krankenhaus immer noch Gewinne. Dass der stirbt, finde ich jetzt nicht so toll. Liegt aber daran, dass das Gerät einfach noch zu schlecht ist. Ja, kein Grund zur Freude. Ich freue mich trotzdem. So, dann müssen wir bald auch anfangen, die Heizung hier aufzubauen. Würde aber, wenn ich das jetzt mache, den Ruf des Krankenhauses steigern, was wiederum den Nachteil hat, dass wir wieder mehr Patienten kriegen. Ja, Nachteil deswegen, weil wir mit dem Andrang nicht klarkommen würden. So, das möchte ich natürlich ein bisschen verhindern. Der hätte hier die Genetik, den wir brauchen würden. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ah, komm, wir stellen jetzt einfach einen ein, damit das weitergeht. Ne? Und dann bilden wir den aus in... wer weiß es? Falsches. Weiterbilden wollte ich ihn. Das war schon richtig. In Genetik. Damit wir dann gleich das Ganze auch starten können. Ja, hier liegt immer noch viel Müll rum. Wobei, ich würde sagen, das sieht schon ordentlicher aus. Okay, nächstes Erdbeben. So, die 2 kommen gerade noch dagegen an. Eine Herausforderung, errichte mit einem Zimmer die Stufe 5. Nein, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. So, jetzt liegt natürlich hier doch eine Menge Müll rum. Was haben wir hier? Eine neue Krankheit entdeckt für die Apotheke. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, da wir hier schon die ersten Patienten verlieren, sollten wir jetzt mal schauen, dass wir das dann doch gleich updaten. Ah, knapp Gewinn gemacht. Das DNA-Labor bringt auch ganz gut Geld rein, immer mal wieder. Wie gesagt, ich werde erstmal den Arzt soweit ausbilden lassen und dann schauen, ob wir einen Kredit brauchen oder ob wir da ganz kurz warten. Wie gesagt, die Forschung ist ja jetzt auch jeden Moment fertig. Muss ich dann nur überlegen, ob ich das 3. erforsche oder ob ich sage, hey, wir machen nochmal 20.000 Gewinn. Ich glaube, wir entscheiden uns für die 20.000 nochmal. Ja, komm. Forschungsprojekt abgeschlossen. So, wir können das DNA-Labor natürlich dann auch wieder später upgraden, die Erforschung machen. Aber erstmal nochmal 20.000 Gewinn machen. So, ich habe schnell Pause gedrückt, weil gleich ist der erste. Dann würden wir hier Geld verlieren. Zimmer. Das DNA-Labor können wir jetzt errichten. Das müsste 3x4 sein. Das reicht sogar. Okay. Dann bauen wir das auch nur auf 3x4. Sieht ein wenig eigenartig aus. Dieser Mitarbeiter wird jetzt nur noch im DNA-Labor arbeiten dürfen. So, der geht... Was hast denn du in der Allgemeindiagnostik zu suchen? Du bist nur ein Forscher. So, du hast nichts gelernt. Das werden wir dann auch bald ändern. Und du darfst ja
Mit dem muss ich mal gucken, was ich mit dem mache, weil der ist im Moment wirklich absolut nutzlos und kriegt Geld. Gut. 13.000, wir haben 33.000 Gewinn gemacht im letzten Monat. Dafür müssen wir aber bedenken, dass wir 20.000 Gewinn gemacht haben wegen Dings hier. DNA-Labor, jetzt nehmen wir diesen Auftrag an. Also muss ich mir auch mal zu vermerken, wusste ich bisher noch nicht. Solange ich das da liegen lasse, habe ich diese Mission auch offen. Jetzt kommen da die Notfallpatienten, was uns natürlich wieder viel Geld reinbringt. Forschung ist abgeschlossen, die Weiterbildung wird da auch bald bekommen, da bin ich mir sicher. Das werde ich auf jeden Fall angehen. Sehr gut, sehr gut. Läuft. So, gucken wir uns das Ganze auch mal an. Das DNA-Labor. Was hier so passiert. Lampi stellt sich drauf, wird gescannt. Kein Gehirn gefunden. Bist gesund. Ja, wir erzeugen hier dumme Menschen. Was haben wir hier? Wir brauchen eine Schocktherapie. Den werde ich jetzt erstmal nach Hause schicken, weil ich die erforschen müsste und das kann ich aktuell nicht. Forschung ist ja belegt und soll uns Geld einbringen. So, dadurch geht das natürlich jetzt hier auch weiter. Wir müssen natürlich die Maschinen-Upgrades einbauen. Das geht aber dann relativ zügig am Ende, das wisst ihr selber. Was brauchen wir hier? Auch eine Schocktherapie, auch nach Hause schicken. Werden wir dann auch als nächstes, denke ich, erforschen. Wir kriegen ja jetzt, wie gesagt, hier auch erstmal ganz gut Geld rein. Oh, der hat ein Gehirn, der muss sterben. Dann gucken wir mal, da wir jetzt ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante haben, was wir denn so an Mitarbeitern haben. Noch einen, der warten kann. Ist aber ansonsten, wie ihr erkennt, nichts Gutes bei. Eine Beförderung, ja, die akzeptieren wir. Den werden wir, wie gesagt, gleich weiterbilden. Aber wir müssen nochmal schnell einen Tacken warten auf einen Arzt, den wir auch brauchen. So einen, der nichts kann, zum Beispiel. Mitarbeiter kündigen. Ist müde, sehr hungrig und er möchte eine Weiterbildung. Das arme Tuff, Tuff, Tuff. Den schicken wir nach Hause. Welcher war denn das jetzt eigentlich? Was haben wir da? Sondermeldung. Wir haben es geschafft. 3 von 5 Patienten sind geheilt worden. Ich weiß nicht, ob der das war. Auf jeden Fall bilden wir den jetzt einfach mal schnell weiter. Nehmen wir dann seinen Kollegen mit. Damit würde die Sache aber ein bisschen überlaufen. Kurs starten. Deswegen tue ich es gerade nicht. Weil wir müssen doch ein paar Sachen, Leute hier abarbeiten. Müssen jedoch einen weiteren einstellen. Haben immer noch keinen dabei. Mal schauen, was in 14 Tagen passiert. Gut, hier geht es auf jeden Fall weiter. Also es werden echt viele Leute hier runtergeschickt. Okay, er ist ein bisschen unzufrieden. Ich verstehe aber nicht, warum der so durstig sein sollte. Hier unten sind noch die Automaten. Gut, wenn wir die aus der Weiterbildung raus haben und einen weiteren dafür eingestellt, dann sollte das ganz gut sein. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die hier einstellen, um dann das Gebäude für 60.000 noch schnell zu kaufen. Schnell ist immer gut, ne? Brauchen aber auch dann das Krankenhaus, wo wir das reinsetzen können, weil ihr seht selber, das ist ziemlich ungünstig geschnitten hier. Ist alles relativ ungünstig geschnitten. So, den werden wir auf gar keinen Fall nehmen, den nehmen wir auch auf gar keinen Fall. Ich warte schon darauf, dass es das jetzt fertig wird. Krankenpfleger mit Behandlung können wir auch nicht gebrauchen gerade. Ein Hausmeister, der wieder alles kann, den können wir gebrauchen. Den schmeiße ich auch mal direkt hier unten rein, weil das war jetzt ein bisschen kaputt. Ja, ich weiß, ihr wollt alle eine Weiterbildung haben. So, hat sich entschlossen zu bleiben, haben wir Glück gehabt. So, mal schauen, ob wir die Zimmer wieder unter Kontrolle kriegen. So auf jeden Fall nicht. Ich warte noch die 6 Tage ab und dann entscheide ich, dann werde ich eine einstellen und dem Allgemeinmedizin auch beibringen. Es sei denn, da ist jetzt halt einer bei. Natürlich nicht. So, schmeißen wir den direkt hier rein.
Und dafür lasse ich sogar einen kommen. Es geht halt immer wieder sehr gut ins Geld. So, hier können wir jetzt das erste Upgrade dann durchführen. Ist nämlich gerade keiner in der Warteschlange. Und damit hätten wir dann auch unsere drei Allgemeinmediziner. Der muss noch eine Zuweisung bekommen. Wir hätten sogar noch einen Arzt gehabt, der nichts gelernt hat. Notfall-DNA, das finde ich gut. Das gibt nämlich gut Geld. Die Beförderung akzeptiere ich. Schocktherapie schicke ich nach Hause. Die Forschung ist nämlich noch nicht so weit. Er braucht eine Weiterbildung der Forscher. Nee, gibt's nicht. Sowas machen wir nicht. Könnte ich eigentlich auch ablehnen. Die Mülleimer sind ziemlich voll. Wir müssen also doch schauen, dass wir noch ein paar Hausmeister dazu bekommen. Wir haben eine Mission. Pausenzimmerstufe 5 ablehnen. Fällt ihm ein, wo er im Pausenzimmer sitzt, ne? Das ist halt 13.000 Verlust. Gut. Liegt aber auch daran, nee, weiß ich nicht, woran das liegt, dass wir gerade schlecht arbeiten. Doch, dass wir die Leute nicht weiterbekommen hatten, weil ja die Weiterbildung lief. Ist aber auch jetzt gleich durch und dann haben wir drei. Ich hoffe mal, dass wir dann hier oben wieder die Warteschlangen verschwinden lassen können. Das sieht immer so aus, als würde der an der Info pennen. Okay, Maschinen-Upgrade für die Apotheke ist abgeschlossen. Na, was macht er denn hier so schön? Das Allgemeinmedizin ist fertig. Das heißt, die Warteschlangen werden kürzer. Auf jeden Fall, die Schocktherapie ist das nächste, was wir erforschen. Wir könnten natürlich den Forscher updaten, damit das Ganze ein bisschen schneller geht, weil wir ja auch danach wieder mehr zu tun haben. Oh, da will sogar die dritte schon haben jetzt gleich. Haben wir aber kein Geld für, muss ich ehrlich sagen. Weil wir das jetzt echt sinnvoller investieren können gerade. Jetzt mit der Schocktherapie. War ein Hausmeister da? Vielleicht ist ja DNA-Labor nicht Schocktherapie. Das könnte diesmal echt eng werden. Wir brauchen noch zwei, die wir heilen. Ich hoffe, dass er die jetzt alle heilt, hintereinander weg. Ne, den hat er nicht geheilt. Das heißt, wir werden vermutlich sogar hieran scheitern. Aber das macht nichts, denn das Geld ist ja da. Frakturstation baue ich jetzt nicht. Ich denke, ich gebe mich lieber nach Hause. Wird zeitlich halt das Problem werden. Ah, zwei, komm. 18 Tage Entleuchtungsklinik auch nach Hause schicken. Sehen wir halt direkt, dass wir hier noch ein paar Zimmer brauchen. Der sieht ein bisschen blau aus. Hat an Blausäure geschnüffelt. Komm, werd gesund und dann haben wir's. Natürlich nicht. Und was macht der letzte? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den zeitlich auf die Reihe bekommen. 5 Tage noch. 4. Wir werden an der Zeit scheitern. Ein Tag. Boah, in der letzten Sekunde geschafft. Okay, den werden wir auf jeden Fall gleich weiter befördern. 91.000. Das ist natürlich eine gute Hausnummer. Das heißt, wir können das jetzt upgraden. Was machen wir denn? Wir könnten jetzt das nächste Krankenhaus kaufen. Und die Zimmer bauen, die uns fehlen, weil wir auch dafür die Ärzte haben. Oder aber wir befördern. Oder das nächste, was wir machen können, ist, wir werden Upgrades schaffen. Dafür auch eine Frakturstation. Die könnten wir natürlich jetzt hier vorne reinbauen. Und dann müssen wir für das nächste Gebäude, für die Entwesungsanlage, was bauen. Oder wir kaufen das Gebäude. Und bauen hier die Entleuchtungsklinik und alles rein. Was kostet das denn? Wir haben 40.000, wir machen das jetzt. Das können wir recyceln. Wo ist denn der Eingang dazu? Hier vorne. Also Zimmer bauen. Das heißt, wir bauen eine Entleuchtungsklinik. Gehen wir mal dahin.
Und dahin. Genau, das brauchen wir auch noch. Bestätigen. Das nächste Zimmer brauchen wir eine Töpferei. Oh, die muss größer sein. Noch größer. 4x4 die Töpferei. Bestätigen. Ja. Jetzt werde ich aber eine Sache machen. Und zwar werde ich das nochmal bearbeiten und werde das hier rüberschieben. So. Das bestätigen wir. Das werde ich jetzt auch bearbeiten. Werde das hier in die Ecke schieben und werde die Türe dahin. Okay, dauert noch eine Sekunde länger. Das hier nochmal bearbeiten. So. Bestätigen und hier bearbeiten die Türe hierhin. Okay. Jetzt möchte ein Mitarbeiter eine Beförderung. Die akzeptiere ich. Notfallfraktur können wir gerade nicht annehmen. Obwohl, Zimmer bauen. Geld haben wir ja gerade. Also die Frakturstation bauen wir dann doch. Wir haben nur jetzt keinen Arzt, der hier rein kann. So. Einmal, zweimal. Schlecht. Dreimal. Ja, und viermal. Passen sogar vier Stück rein. Wunderbar. Einstellen. Krankenpfleger. Wo ist er? Wir haben keinen. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können, einen kommen zu lassen. Ne, können wir nicht. Also muss man den Kurs selber starten. Die Beförderung wird akzeptiert. Schocktherapie. Ah, die müssen wir alle nach Hause schicken. Zack, zack. Weiterbildung geht gerade nicht. Das geht auch nicht. Notfallfraktur werden wir gleich annehmen. Entwesungsklinik können wir auch nach Hause schicken. So, jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen enger. Viel zu tun. Müde, durstig und muss dringend aufs Klo. Wer ist das? Jade Töff, die Ärztin. Personal. Diese Person macht gerade auch Pause. Dann sollte das sich von alleine erledigen. Wo auch immer er gerade hingeht. Jade, habe ich auch gedacht, ist ein weiblicher Name. Er trinkt was. Gut, dann ist das auch mit der Zufriedenheit sofort erledigt. DNA-Labor hat auch super zu tun. Die Forschung ist gleich durch. Dann werden wir als nächstes die Schocktherapie erforschen. Haben die letzten 7 Punkte bitte noch. Da ist der Mitarbeiter wieder zufrieden. Wo ist denn unser Forscher überhaupt? Der macht ja gerade... Da kommt er. Ich wollte schon sagen, der macht ja gerade gar nichts. Wir haben 8000 Verlust gemacht. Es sollten aber eigentlich alle Zimmer belegt sein. 8000 schon wieder. Seht ihr, lohnt sich. So, Frakturstation ist noch nicht so weit. Das sollte aber dann einer schaffen, die auch alle dazu beglücken. Einstellen. Krankenpfleger können wir alle nicht gebrauchen. Ärzte können wir auch alle nicht gebrauchen. Weitere Hausmeister wären natürlich jetzt wieder zu überlegen. Was haben wir hier? Neue Krankheit fürs DNA-Labor. 20.000, die Forschung ist durch. Finde ich wunderbar. Dementsprechend jetzt die Schocktherapie bauen. Dann kriegen wir dann auch ein neues Zimmer und einen neuen Arzt. So, der erste Pfleger. Da gucken wir jetzt auch mal kurz in der Personalverwaltung. Das ist ein Krankenpfleger. Du darfst bitte nur auf der Frakturstation arbeiten. Dann sollte ich das auch aktiv lassen und nicht in der Analyse. So, Mitarbeiterkündigung, unterbezahlt. Das ist immer das, was mir am liebsten ist, weil wir das mit einem Mausklick erledigen können. So, die Fraktur ist durch, dann werde ich jetzt auch die Patienten holen. Die dürfen kommen, den nach Hause schicken und den nach Hause schicken. Haben wir nämlich beides noch nicht. Patienten treffen ein. Sieht natürlich echt richtig unordentlich aus. So, die haben es auch soweit wieder geschafft. Haben wir denn einen in der Töpferei, der hier überhaupt arbeiten dürfte? Es ist ein Arzt mit Behandlung, ne? Ja. Wir haben keinen für die Töpferei. Wir schauen mal, ob wir einen Arzt zufällig bekommen. Das sieht doch aus, als würden wir das hier schaffen.
immer noch 6 Leute in der DNA behandeln. Obwohl wir hier so viele Leute haben, die hier reinkommen, scheinen die uns alle irgendwie ex zu gehen. Hat sich entschieden, doch zu bleiben. Ja genau, das war ja die Person mit dem Gehalt. Gesichtsfrakturen, kommt auf die Frakturstation, damit können wir auch leben. Wir müssen diese Ärztin gleich weiterbilden. Das bringt uns alles nichts, damit wir in der DNA nicht alle Leute verlieren. Das müssen wir mal gucken. Und zwar brauchen die 2 Sachen, Diagnose und Behandlungskompetenzen. Ja, das heißt, wenn wir die jetzt hier weiterbilden, was sie auch möchte, kann sie in Diagnostik weitergebildet werden. Dann nehmen wir uns einfach mal schnell den Arzt hier zu und schicken sie jetzt schon darüber. Sonst wird das ja hier nie fertig. Die 1000 werden auch langsam voller. Was macht die Frakturstation? Schaffen die es wenigstens gesund zu werden? Ja, die lässt sich Zeit, die Dame. Was macht denn die da? Hier ist doch kein einziger Patient. Würdest du mal bitte die Maschine bedienen? Stellen wir die mal dahin. Also irgendwie. Entschuldigung. Patient nach Hause schicken. Und das muss erforscht werden. Auch nach Hause schicken. Geht es jetzt weiter? Die scheint den Gips-Dings hier nicht richtig benutzen zu wollen. Schauen wir mal. DNA wird natürlich nichts passieren. Wir werden natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Verluste machen. Schauen wir mal. Ich möchte das jetzt hier schon beobachten, ob da was funktioniert. Filmsterbesuch. Wir kommen ins Fernsehen. Schocktherapie. Ja, die müssen wir mal noch erforschen. Auf jeden Fall liegen sie jetzt im Bett und stehen da nicht mehr dumm rum. Schien irgendwie wirklich blockiert zu sein. Könnte man auch gut einen zweiten Pfleger für gebrauchen. Ja, Mission ist fehlgeschlagen. Es war abzusehen ein bisschen. Obwohl ich eben noch dachte, wir schaffen das. Auf jeden Fall kommt der Erste jetzt hier raus. Und zahl mir viel Geld. 8000. Ist ein guter Betrag. Zumindest aktuell noch. Hab wirklich Angst, dass mir die Maschinen hier gleich um die Ohren fliegen. Oh. So, die sollte jetzt ein bisschen besser sein. Wir müssen ja jetzt als nächstes dann auch noch Behandlung beibringen. Mitarbeiter will kündigen, ist hungrig, kalt, Weiterbildung. Gegen die Kälte können wir gleich auf jeden Fall was machen. Personal. Wir haben immer noch einen, der hier völlig fehl am Platze ist. Den nach Hause schicken. Ablehnen. Machen wir eh nicht. Der ist nicht da. Das läuft. Und wir haben hier keine. Entschuldigung, wir haben hier keine Warteschlange. Schocktherapie und Entwesung sind die 2 Sachen, die wir jetzt noch bauen müssen. Die bleibt da, sehr gut. So, Zimmer werden wir jetzt hier eine. Den Megascanner sollten wir vielleicht auch bald mal bauen. Schock, Schock, Schock. Nee, Entwesung, Entwesung. Das ist das, was sie hier rufen. Da. Kostet nur 20.000, das ist echt günstig. Ist die Entwesung sogar nur ein Dreier? Nee. Entwesung wäre 4. Die Frage, kann ich den Gang zubauen? Ja, scheint so. Und hierin brauchen wir einen Arzt mit, einen Krankenpfleger mit Behandlung, ne? Ja. Ist das nicht einer, der hat Behandlung? Isaac Vogel braucht doch hier drin auch eine Behandlung, oder? Okay, das heißt Personal einstellen, Krankenpfleger, Isaac Vogel. Arzt?
Er sollte auf jeden Fall mal Behandlung lernen. Den schicken wir auch sofort zur Weiterbildung für Behandlung. Aber so rum. Ich möchte jetzt ungern noch weitere Ärzte, wenn wir eh schon zu wenig haben. Notfall-DNA, ja, darf es kommen. Schocktherapie, warten. Oh, wenn der Hausmeister hier ist, können wir das auch direkt upgraden. Der Umtöpferer ist Arzt mit Behandlung. Ja, der hat ja jetzt genau diese beiden. Der Arzt, den wir hier weiterbilden. Und hier brauchen wir einen Krankenpfleger mit Behandlung. Da war der Unterschied. Jetzt haben wir, glaube ich, aber beim Personal auf den Krankenpflegern genau keinen, der das kann. Wir brauchen also einen Krankenpfleger mit Behandlung, den wir dann nur auf die Entwesungsanlage erstmal stellen. Krankenpfleger, da ist sogar einer. Den stellen wir jetzt ein und du bekommst von mir jetzt den Auftrag, dich nur um die Entwesungsanlage zu kümmern. Wie wir sehen, wir haben immer noch vier Sachen, die wir gar nicht anbieten. 17.000 haben wir Gewinn gemacht. Ruf ist gesunken. Finde ich gar nicht mal so schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil ich komme im Moment immer noch nicht ganz hinterher. 15 Leute, die DNA wollen. Das ist natürlich bitter. Aber wir fangen jetzt eh an, hier die ganzen Sachen ein bisschen zu verbessern. Entleuchtung ist jetzt auch auf 2. Heißt also, mein Auge drauf haben, dass wir immer eine Sache hier weiterbilden. Den können wir jetzt auf 3 bringen. Die DNA-Patienten überleben das auch nicht mehr. Nicht alles gleichzeitig. Wir haben ja halt hier eine Erdbebenregion und es könnte dann leicht passieren, dass wir keine Hausmeister frei haben, wenn hier alles kaputt ist. Was man da auch machen kann, ist, das habe ich oft gemacht, dass nur ein Hausmeister da ist, der die Sachen auch aufwerten darf. Jetzt brauchen wir eine Zirkustherapie. Das wäre dann auch einer mit Behandlungstechniken. Den könnte ich immer von oben nach unten laufen lassen. Aber was ich auch machen kann, ist das Ganze hier nochmal bearbeiten. Nein, will ich nicht abbrechen. Baue das nach hier unten. Setze die Türe an diese Stelle. Ja, doch. So, das Ding kann ich verkaufen. Dann ein Zimmer bauen. Die Clownerie. Ist das Dreier? Also das ist auch 4x4. Kurz abbrechen. Nochmal Zimmer auswählen. Zirkus. Jetzt haben wir natürlich da eine richtig nette Lücke. So. Jetzt wirst du, mein Freund, bei der Aufgabenzuweisung ebenfalls Clowns behandeln dürfen. So. Ja, es wird eh von der Situation her so sein, dass wir nicht beide gleichzeitig ausgelastet haben. Ansonsten würden wir dann noch einen zusätzlichen einstellen. DNA-Labor, gucken wir mal, hat immer noch keinen einzigen mehr geheilt. Diagnose wurde zwar verbessert, aber läuft nicht so. Schocktherapie, Patienten nach Hause schicken, soweit sind wir noch nicht. Sondermeldung, wir haben keinen geheilt, Forschung ist abgeschlossen. Damit haben wir dann jetzt auch das Gebäude, die Entwesung. Noch Entwesung gerade geforscht, oder? Nee, Schocktherapie haben wir gebaut. Zimmer. Schocki. Wo ist er? Da ist die Schocktherapie. Direkt mal ein großes Zimmer für aufbauen. Jetzt ist die Frage, wo ist denn so? Bestätigen wir. Jetzt haben wir eine Schocktherapie. Hier muss ein Arzt rein. Und zwar mit Behandlung. Hammer. Dafür werde ich auch extra einen komplett neuen Arzt einstellen. Und zwar diesen hier. Direkt erstmal in die Weiterbildung schicken. Und du lernst jetzt von mir Behandlungstechniken. Haben wir da einen Arzt gerade frei? Ja, der Isaac Vogel, der ja eh eben kündigen wollte, kann jetzt mal hier weiterbilden. Personaleinstellungen, diesmal bei den Ärzten, Aufgaben zuweisen. Du wirst dich bitte nur noch um die Schocktherapie kümmern.
Ja, das sieht so aus, wie ich das gerne hätte. So, da wir mit dem DNA-Labor nicht hinterherkommen, werden wir jetzt DNA-Labor das Upgrade erforschen. Geld kommt ja gerade ganz gut rein. Haben jetzt aber auch zwei weitere Patienten geheilt. Maschinen müssen wir noch ein bisschen upgraden. Da ist jetzt gleich das dritte Upgrade durch. Da ist der erste tot. Na gut, wir schicken auch gerade Leute zur Bearbeitung hin, die da gar nicht zu suchen haben. Aufpassen, hier muss ich ein Auge drauf haben, nicht mehr, dass mir das Ding jetzt gleich niederbrennt. Hausmeister, der ist in der Wartung ganz gut. Den schmeiße ich schon mal hier rein. So. Da wurde einer geheilt. Zumindest dachte ich das gerade. Scheinbar doch nicht. Auf jeden Fall, wir haben Maschinen-Upgrade fertig. So, was wir jetzt als nächstes upgraden, das ist hier der Easy Scan, weil er schnell geht, da es noch die erste Stufe ist. Wird schon werden. Wird auch jetzt unsere nächste Aufgabe werden, die ganzen Maschinen hier auf Stufe Max zu bringen. Und dann werde ich hier auch die allgemeinen Ärzte erstmal weiter ausbilden und dann die Diagnostiker. Ich schaue positiv in die Zukunft hier. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich lange mit aufhalten kann, weil man immer was zu tun hat und man gar nicht merkt, wenn ich gerade auf die Uhr gucke, wie die Zeit vergeht. So, der Easy Scan ist gleich durch. Der hier geht in Pause. Das würde bedeuten, dass ich den direkt hinterher ausbilde. Haben wieder 10.000 Gewinn gemacht. Unterbezahlt. Das können wir wieder sehr schnell erledigen. Alle Mitarbeiter. Passt. Aber während er da noch am Quatschen ist, dass sie sich beschweren, sind wir fertig. Schock, schwere Not. Schockpatienten kriegen wir. Ja, nehmen wir an. Weiterbildung ist nämlich durch. Und hier sollte das jetzt eigentlich gleich mal passieren, dass wir den 10. geheilt haben. Wir kriegen immer Geld, aber. Aber gut, wir müssen sie heilen. Das ist ein Unterschied, weil wir hier Diagnosen auch gleichzeitig stellen. Es ist ja nicht so, dass wir jeden Patienten hier heilen. 20.000 Gewinn. Maschinen-Upgrade 5 ist gleich durch. Jaded Toph will immer noch nicht glücklicher werden. Der hier. Du mach einfach mal eine Pause, komm. Dann gehst du dahin, wo du hin willst, und dann bist du auch glücklicher. Wird das erste erledigt? Auch immer, wie schnell er glücklich wurde, ne? Nachdem er jetzt was getrunken hat. Fünf Patienten müssen wir noch heilen. Das zieht sich ein bisschen. Das ist auf 3. Die Entleuchungsklinik noch nicht. Die Kündigung wurde zurückgezogen. Den bilde ich jetzt einfach schon mal weiter auf Station 2. Dann nehme ich den anderen gleich mit und lasse da einen kommen. Kurs wird gestartet. Hat uns gerade 57.000 voll gemacht. Wow. Damit die Stationen schon mal ein bisschen besser dastehen. Sind wir jetzt zwei Sachen im Ausbauen? Nee. Unser Ruf ist natürlich voll im Arsch, aber wir haben eh zu viele Leute, deswegen ist der Ruf eigentlich ziemlich egal. Es gibt halt oft die Situation, wo ich auf den Ruf scheiße und sage manchmal, ey, echt, lass ihn unten. Was haben wir ja? Zirkustherapie Stufe 4, nee, komm. Lass mal stecken. Werd gesund.
Passt schon. Wir müssen nur darauf achten, wann die Forschung fertig ist. Jetzt können wir mal hier bei Objekte gucken. Wir haben ja wieder ein paar Taler. Wir können jetzt nämlich noch die letzten zwei Sachen hier freischalten. Trank und Zertifikat. Eine Beförderung. Ja. Schocktherapie scheint auch irgendwie nur selten zu heilen. 2 von 2. Aber man muss halt auch sagen, das Gerät ist nicht aufgewertet, der Arzt ist nicht aufgewertet. Ja, die Förderung durchgewunken. Da haben wir noch einen geheilt. Ob das ausreicht? Ich glaube nicht. Spritzenhaus befördert, benötigt. Den schicke ich noch nach Hause, werden wir aber gleich bauen. Wir sind gescheitert an der Zeit allerdings, weil da stehen ja noch Ärzte. Es hätte ja sein können, dass der es geschafft hätte. Die Weiterbildung ist abgeschlossen. Was der auch die ganze Zeit am Meckern ist, ist hier die Behandlung. Dann nehmen wir einen Gast und zwei Leute, damit die Allgemeinmedizin schon mal wieder besser wird. Langsam gewöhne ich mich dran und lerne es. Sind da noch ein paar Krankenhäuser, die wir hier bauen können, ne? Aber wir brauchen nicht mehr so viele. So, oben, das hängt natürlich jetzt ein bisschen fest. Die sind unzufrieden. Was wir jetzt aber machen können, langsam, ist dann hier mal einen großen Heizkörper hinbauen. Den können wir auch hier hinbauen. Und hier bauen wir... Wir sind fertig. Habe ich gar nicht bemerkt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Der erste Stern ist fertig. Eine Stunde hat es gedauert. Demnach würde ich sagen, machen wir dann eine zweite Folge draus, wo wir dann die nächsten Sterne angehen. Ihr seht schon, was wir da hinten alles machen müssen. Heilungsrate erhöhen und sowas. Wird wieder länger dauern. Also, ich danke, dass ihr dabei gewesen seid und es geht bald weiter mit der zweiten Folge.